Mein Name ist Carsten Jung und anhand des Lehrbuchs Evangelisch verstehen wollen wir heute uns mit dem Atheismus Ludwig Feuerbachs beschäftigen. Ludwig Feuerbach, gelebt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, gilt als der Vater des Atheismus, also derjenige, der im Grunde genommen die Religionskritik neu erfunden hat in der Moderne. Und sämtliche Religionskritik nach ihm bezieht sich mehr oder minder stark, mehr oder minder explizit auf Feuerbach. Die Kernthese ist relativ leicht erklärt. Er schreibt sie in der Mitte des ersten Absatzes: Die Götter sind die in wirklichen Wesen verwandelten Wünsche der Menschheit. Also, Menschen wünschen sich irgendetwas, sie wünschen beispielsweise unsterblich zu sein, also erfinden sie einen Gott, der unsterblich ist und ihnen diesen Wunsch erfüllt. Sie wünschen sich dies, sie wünschen sich jenes, der primitive Mensch in der Wüste wünscht sich Regen, also erfindet er einen Gott, der ihm Regen gibt und so weiter und so fort. Man bezeichnet diesen Kerngedanken der Theorie Feuerbachs auch als die sogenannte Projektionstheorie. Das hat sich als feststehender Begriff eingebürgert. Also wann immer man im religiösen Zusammenhang von Projektion spricht, dann denkt man sofort an Feuerbach. Projektionstheorie. Der Mensch projiziert seine Gedanken auf Gott, seine Wünsche auf Gott. Also Gott ist ein Projekt meiner eigenen Wünsche. Eine Projektion meiner eigenen Wünsche. Und dementsprechend schlussfolgert Feuerbach, hätte der Mensch keine Wünsche, so hätte er trotz Fantasie und Gefühl keine Religion und keine Götter. Nun macht er das noch ein klein bisschen genauer. Er spricht vom Bewusstsein. Das Bewusstsein Gottes ist das Selbstbewusstsein des Menschen. Die Erkenntnis Gottes, die Selbsterkenntnis des Menschen. Aha, das ist jetzt die Projektionstheorie, wie wir sie kennen. Also aus meinen Wünschen kann ich meinen Gott erkennen und umgekehrt. Wenn jemand anderes mir über seine Gottesvorstellung berichtet, dann kenne ich auch seine intimsten Wünsche. Aber, sagt er, die Religion, die hat nun was Eigentümliches. Nämlich, obwohl mein Gottesbewusstsein gleichzeitig mein Selbstbewusstsein ist, bin ich mir dessen, dass das so ist, eben nicht bewusst. Dieses nicht so zu verstehen, Zitat, als wäre der religiöse Mensch sich direkt bewusst, dass sein Bewusstsein von Gott das Selbstbewusstsein seines Wesens ist. Jetzt kommt die Schlussfolgerung, denn dieser Mangel dieses Selbstbewusstseins begründet eben das eigentümliche Wesen der Religion. Also das Kuriose an der Religion ist, dass ich, wenn ich glaube, denke, diesen Gott gibt's wirklich und eben auf eine Selbsttäuschung hereinfalle. Ich merke nicht, dass es sich bei meinem Gottesbewusstsein in Wahrheit um mein Selbstbewusstsein handelt. Religion entwickelt sich weiter im Laufe der Geschichte. Und weil wir Wünsche erfüllen können im Laufe der Zeit, gelten uns frühere Religionen als primitiv. Also, der Wettergott. Wir wissen, Wetter ist nicht von der Gnade irgendwie eines Wettergottes abhängig, sondern hat andere Faktoren. Dementsprechend ist der Glaube an Wettergötter, die Regen machen, wenn man nur reichlich genug tanzt oder so, ist so abwegig für uns moderne Menschen. Dementsprechend sagt er, Religion ist in Entwicklung begriffen. Das, was frühere Religion für etwas Objektives gehalten hat, ist jetzt etwas Subjektives. Also wir denken, das war die subjektive Einbildung der Primitiven, die an den Wettergott geglaubt haben. Und so sagt Feuerbach, so wird es irgendwann mal uns ergehen. Die wir heute an ein ausgefeilteres Gotteskonzept des christlichen Gottes glauben, da werden wir irgendwann einmal belächelt werden von unseren Nachfahren, die dann gemerkt haben, wo da der Haken ist und merken, dass das eben nur unsere subjektive Einbildung war. Feuerbach hat erst ein Problem, nämlich die ethische Fragestellung. Wenn es keinen Gott gibt, ja, wie kriegen wir das dann hin, dass Menschen sich an bestimmte ethische Regeln halten? Feuerbach glaubt, dieses Problem dadurch zu lösen, dass er das Gottesbewusstsein mit dem Selbstbewusstsein des Menschen identifiziert hat. Wenn die Menschen ja wüssten, dass ihr Gottesbewusstsein ihr Selbstbewusstsein ist, das heißt also, dass zuerst der Mensch kommt, der sich Gott einbildet und dann erst Gott. Wenn sie das nur genügend realisieren würden, dann würden die Menschen, sagt Feuerbach, ja merken, dass der Mensch viel wichtiger ist als Gott. Und wenn sie das merken, dass der Mensch wichtiger ist als Gott, ja dann,
dann können sie auch sich um den Menschen kümmern. Denn sie kümmern sich fortan um das, was wirklich wichtig ist. Um Menschen und den anderen. Ist, Zitat, ist das Wesen des Menschen, das höchste Wesen des Menschen, so muss auch praktisch das höchste und erste Gesetz die Liebe des Menschen zum Menschen sein. Das heißt also, im Sinne der Religionskritik Feuerbachs stellt sich das ethische Problem gar nicht mehr, denn der Mensch, der erkannt hat, dass er an erster Stelle kommt, der wird auch andere Menschen an erster Stelle betrachten. Wie gehen wir mit dem Ansatz Feuerbachs um? Drei Ansatzpunkte kann man benennen, an dem Feuerbachs Kritik nicht verfängt. Die erste ist die Projektionstheorie insgesamt. Feuerbach macht einen Kategoriensprung. Natürlich ist es so, dass Gott im Bewusstsein von uns Menschen ist. Na klar, was ich von Gott habe, das sind meine Vorstellungen, die in meinem Kopf drin sind. Ich kann Gott nicht anders haben als über meine Vorstellungen. Meine Vorstellungen sind immer meine subjektiven Vorstellungen und insoweit hat Feuerbach recht. Religion ist notwendigerweise immer subjektiv. Sie hat ein subjektives Element. Nur, die Frage ist doch, was meine Vorstellungen auslöst. Wenn ich ein Objekt betrachte, einen Baum beispielsweise, dann ist meine Vorstellung von diesem Baum natürlich subjektiv. Nur, sie ist doch ausgelöst durch ein reales Objekt, eben den Baum, der da draußen ist, der nicht bloß eine subjektive Einbildung ist. Das heißt also mal etwas platt formuliert, wenn wir Feuerbach zustimmen, dass es sich bei meinem Gottesbild um eine Projektion handelt, dann kann man aber nicht daraus schließen, dass es keinen Projektor gibt. Irgendwo muss die Projektion ja herkommen. Und dass die Projektion rein nur aus mir heraus ist, in der Fachsprache würde man sagen selbstreferenziell, das kann Feuerbach nicht begründen. Der zweite Punkt ist die Frage, warum Feuerbach seine Kritik eigentlich nicht auf seinen eigenen Ansatz anwendet. Wenn man Feuerbach zustimmen wollte und sagt, dass man den Gott des Menschen an seinen Wünschen erkennt, in Ordnung. Ja, aber dann, wenn Feuerbach sagt, es gibt keinen Gott, scheint das doch auch eine Projektion seiner Wünsche zu sein. Das heißt, Feuerbachs eigene Theorie des Atheismus müsste den gleichen Bedingungen unterliegen wie jede andere Vorstellung von Gott. Das heißt also, sie enttarnt sich damit selber als die Projektion der Wünsche Feuerbachs und nicht mehr. Der dritte Ansatzpunkt ist, dass die ethische Frage unbefriedigend gelöst ist. Wenn der Mensch erkennt, dass er selbst an erster Stelle des Denkens steht, warum soll er deswegen dann gut zu anderen Menschen sein? Das kann er sein. Es gibt Menschen, die selbstlos sind. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher, dass der Mensch, der sich selbst an die erste Stelle setzt, das auch im Ethischen tun wird und da nämlich egoistisch handeln wird. Das heißt also, dass das ethische Problem sich so leicht lösen ließe, das ist eine fromme Hoffnung Feuerbachs.